Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich sitze heute wieder entspannt im Sessel mit meiner Fußstütze, mit meinem Rocker. Ja, da werden die Videos gleich ein bisschen länger. Nein, wir werden uns beeilen. Und heute haben wir einen neuen Glenmorangie 12 Jahre Malaga Cask Finish hier auf unserem Fass, den wir, ja, wenn Sie dieses Video sehen, dann auch in unserem Shop haben werden. Preis ist noch nicht so ganz bekannt. Mhm. Wahrscheinlich Mitte der 70er Euros, 47,3% Alkoholgehalt ohne Kühlfilterung. Und ja, ob er nun mit einer Schachtel kommt oder nicht, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen relativ wenig über diesen Whisky, weil wir haben ihn vorab bekommen mit relativ wenig Informationen. Mhm. Also normalerweise weiß man immer so, ja, so und so und so, und wir wissen eigentlich nur, was wir hier haben. Ja, ist mal eine schöne, unvoreingenommene Tasting. Ja, das ist auch mal schön. Also ja. First Fill Malaga Dulce Wein. Malaga, wer es nicht ganz weiß, liegt an der Südostküste Spaniens und ist damit, also Malaga müsste Andalusien sein, meine ich. Und damit liegt es in etwa auf derselben Höhe wie auf der anderen Seite Spaniens, also auf der Westseite Spaniens, dann Jerez, Sherry und weiter dann die Portweine. Also auch hier haben wir es mit einem starken Wein zu tun, also einem Fortified Wein, einem aufgespritteten Wein, allerdings sehr süß, weil Malaga Wein halt, bevor er fertig fermentiert ist, gestoppt wird, damit eine Restsüße enthält und dann aufgesprittet wird. Also mit Brandy dann auf die entsprechende Prozentzahl, die man haben will, hochgebracht wird, damit er halt in dem heißen Wetter dann halt nicht irgendwann umkippt, schlecht wird. So, und Dulce bedeutet auf Spanisch sowas wie süß. Mhm. Aber hinten steht schon drauf, Gentle Spiciness. Also das ist das, was ich als letztes mit Glenmorangie verbunden habe. Spiciness. Also ich habe bis jetzt den Original, der ist ja fruchtig, frisch, mit tropischen Früchten. Und dann noch, was hatten wir noch, die ganzen Port und... Ja, Quintaruban. Quintaruban und war der Port. La Santa. La Santa und jetzt den Tale of Cake, die waren ja alle fruchtig süß, ne? Ja. Schau mal, also. Ja, Dulce, dieser Malaga Dulce. Ja, wahrscheinlich wird er aber wieder wahnsinnig süß sein, wenn ich mir Dulce schon anhöre, das spanische Wort für süß, dann wird es wieder eine fruchtig frische, nicht fruchtig frisch, fruchtig süße Geschichte. Du bist jetzt am Schauspielern, ja? Wir haben es ja vorhin schon auf Englisch probiert. Überraschend. Ja, beim zweiten Mal probieren kriegt man tatsächlich mehr. Ne? Mhm. Beim ersten Mal war es so schwer, aus diesem harmonischen Aroma irgendetwas rauszufinden. Da geht jetzt schon mehr. Also Vanille sofort da. Eine leichte Kühle. Vermutlich aus den 47,3 Volumenprozenten Alkohol heraus. Da oben drauf eine Fruchtigkeit, ja, wie Sie gesagt haben. Aber ich vermisse so ein bisschen die typische Zitrusfruchtigkeit von Glenmorangie. Da ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen vollere Frucht. Und dahinter geht es schon ein bisschen Richtung ins Fass. Ja, ich muss ihn einfach höher setzen. Das, also diese Fußstütze, die macht mich so klein hier. Also ich finde ihn, mittlerweile ist er stärker im Geruch. Hier, wir haben ihn auch ein bisschen kühl. Aber im zweiten Mal riechen, nach einem Dram riecht er bedeutend süßer und bedeutend früchtiger. Jetzt ist er richtig mit reifen Früchten und getrockneten Früchten, so wie ich ihn eigentlich erwartet hätte. Ja, vorher war er zurückhaltend. Und er hatte auch so ein, er hat schon ein bisschen Eiche da drin und ein bisschen Fass, aber jetzt ist er bedeutend fruchtiger, das zweite Mal. Jetzt ist er so, wie ich ihn erwartet hätte, weil vorher war so, man riecht dran und so, oh, und irgendwo ein bisschen so die Diskrepanz zu, was erwarte ich, was kriege ich. So, cheers. Cheers. Man hat die typische Weichheit
der hohen Brennblasen von Glenmorangie. Dann eine leichte honigsüße Note dazwischen. Das erste Mal, dass ich jetzt den Honig schmecke. Und dann kommt das Fass hinterher. Und das Fass ist ja überraschend würzig. Und das gibt es zum Glenmorangie hier einen deutlichen Kontrapunkt zum Liquid selber. Und Abgang jetzt nach dem zweiten Mal probieren, doch mittellang, ganz gut. Mächtiger Einsatz vom Fass. Ich weiß nicht, wie die Malaga-Leute, was für Fässer die da nehmen, doch wahrscheinlich auch normalerweise jetzt, weil es günstig ist, der amerikanische Weißeiche, oder? Ich weiß nicht. Ich finde es heftig, wie stark der Fasseinfluss hier ist. Also ich habe vom Destillerie-Charakter diese Ananas, Mango, tropische Früchte, Süße, ein bisschen Zitrus habe ich wenig von Glenmorangie. Und wirklich ein schweres Fass mit Süßigkeiten, bisschen bappig. Also kräftig. Und wenn man ihn im Mund hat, hat man auch so eine leichte Würzigkeit. Und im ersten Schluck hatte ich auch so ein bisschen Schärfe auch noch mit drin. Fand ich ganz komisch. Hatte ich überhaupt nicht erwartet. Das hat mich sehr irritiert. Jetzt, wo du sagst, ein bisschen bappig, man merkt tatsächlich. Machen wir Zeit schon. Ne? Und das ist also ein First Fill Dulce Malaga Fass. Das heißt also so ein süß ausgebautes. Ist aber klasse. Finde ich gut. Also da hat sich Glenmorangie nicht lumpen lassen. Da haben sie ein paar gute Fässer gefunden und was echt Schönes draus gemacht. Ja, steht hier drauf. Einmal Barrel Select Release, dann Small Batch Release, wobei wir jetzt nicht wissen, was Small wirklich bedeutet. First Fill Malaga Dulce Wine, Date Bottled, August 2020, Non-Chill Filtered und da hinten drauf Brings Uniquely Honeyed. Also Honig, Süße and gentle spicy notes und sanft würzige Noten zum Glenmorangie weichen Stil. Jetzt habe ich diese leichte Würzigkeit im Mund, die sich angenehm verteilt hat. Und man merkt so richtig im Abgang, jo, der ist noch da. Der ist tatsächlich drin. Jo, gut. Klasse Geschichte. Also finde ich schön. Glenmorangie. Wir schätzen, er liegt irgendwo zwischen 70, 80, vielleicht ein bisschen über 80. Sagen wir mal Mitte 70 bis Mitte 80. Ja, irgendwo da wird er liegen. Finde ich interessant für einen Glenmorangie, weil er einfach ganz anders ist als das, was ich bis jetzt von Glenmorangie kennengelernt habe. Das dritte Schlückchen ist richtig würzig im Mund. Also, wer Glenmorangie kennt, die ist anders. Erwartet mal was Interessantes anderes. Habe ich schon mal ähnlich Glenmorangie gehabt, und zwar beim 18-Jährigen. Der 18-Jährige hatte auch eine deutliche Eichennote drin. Eine deutliche Würzigkeit. Da kommt dann irgendwann geht es fast, wird es stärker, ne? Genau. Ja. Okay, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es die Flasche natürlich zu kaufen. Vielleicht ist die Flasche was für euch. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.